Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Steel Empire in der Steam-Version. Frisch erschienen in der Neulage, diese PC in Neuauflage des ursprünglichen Klassikers von 1992, Sega Mega Drive damals. Und dann gab es noch eine Version für den Game Boy Advance von 2001, glaube ich, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und für den Nintendo 3DS ist das Ding auch erschienen. Jetzt gibt es das für den PC, ist auf Steam erhältlich für rund 15 Euro. Gut, als Fan kann man sagen. Ja, gebe ich aus. Und als Shooter-Freund kann ich sagen, ja, ist es auf jeden Fall wert, weil es ein sehr guter Shooter ist. Wir schauen rein und gucken uns das Spiel an. Ich spiele es immer noch sehr, sehr gerne. Hier die kleine Vorgeschichte. Ja, zwei Reiche gegeneinander führen halt Krieg. Ich glaube, wir sind die Silverheads, kämpfen gegen die Mortarheads. Und die greifen irgendwie unsere Stadt an, eine Minenstadt, die unbewacht war. Und es ist natürlich nicht so schön, denn da müssen wir jetzt intervenieren mit unserer neuen Geheimwaffe. Wenn ich das richtig verfolgt habe von der Story, aber so ein Shooter, ich meine, schön, dass es eine Story gibt und nicht einfach mal so reingeschmissen wird. Aber das ist schon in Ordnung. Ja, die Stadt heißt Rahl, genau. Der Carrier Reinhardt wird dahin geschickt und von dem aus werden wir angreifen und dann mal gucken, ob wir die Stadt retten können, diese Minenstadt namens Rahl. Genau, wir sollen die Mine beschützen, die Republik von Silverhead, wie gesagt, das sind wir. Und dann geht's los. Wir können uns jetzt noch auswählen, ob wir hier mit dem dicken Zeppelin fliegen. Der ist langsam, aber steckt natürlich auch eine ganze Menge ein. Und natürlich, auf der anderen Seite haben wir hier diesen kleinen Flieger namens Etoperica, netter Name, mit Grund- und Ehrengriff und ist halt schnell, aber hat halt nicht die beste Ausdauer. Also, wir nehmen ihn. Good luck. Genau. Good luck, sehr schön. Das ist der Carrier Reinhardt. Ein Zeppelin-Flugzeugträger, sozusagen. So, wir können nach vorne schießen, wir können nach hinten schießen, wir können natürlich auch Goodies einsammeln, das ist ja wohl klar, und wir können auch noch eine Bombe abwerfen. Bombe. Auch das kennt man aus anderen Spielen. So, mal gucken hier. Player, lass mich das mal einsammeln. Ja, komm, du kannst auch noch kaputt gehen. So, perfekt. Schön. Sehr nice. Diese Superbomben, die wir haben, das sehen wir übrigens rechts, dieses B, was da angewendet wird. Das ist die Superbombe. Mal abwerfen, genau, sieht das so aus. Blöde Zeppelin-Angreifer. Das gefällt mir gar nicht. Ganz schön was einstecken. Oh. Muss mir jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Ja, ja. Obwohl, das geht jetzt noch. Das geht jetzt noch. Wenn man das auf höheren Schwierigkeitsgrad spielt, ja, dann kann man natürlich auch eine definitive Herausforderung. Keine Frage. Na komm, Platz, genau. Die Schüsse, die auf den Boden geworfen werden, ja, die fliegen halt automatisch. Die kann man auch nicht beeinflussen. Braucht man jetzt gerade nicht, aber gut zu haben. Ja, ich mag dieses Spiel nach wie vor. Game Boy Advance Version finde ich immer noch super, super, super toll. Also sicherlich für den Game Boy Advance an sich einer der besten Shooter, den man für das Gerät haben kann. Keine Frage. Aber ja, guckt mal nach, wenn ihr da die entsprechende Version haben wollt. Bringt ein bisschen Kleingeld mit. Aber bei welchem Spiel muss man eigentlich heutzutage kein Kleingeld mehr mitspielen? Mitbringen. Ja, reicht das schon? Nein, reicht nicht. So, ist ein kleiner Mini-Boss hier. Reicht das? Ja. Also, es geht ja schon gut zur Sache. Es rappelt schön. Explosion, das sieht toll aus. Fliegende Toaster, die uns angreifen, sind natürlich keine Herausforderung. Wow. Haben wir hier. Was ist das denn? Wow, hopp. Aus. Jetzt werden die Gegner mehr, ist klar. Von Musik her ist das auch in Ordnung, ist nicht störend. Ja, das war jetzt nicht so clever, da reinzufliegen in den Gegner. Soundeffekte ist okay. Ja, klar. Ich meine, das Spiel ist ursprünglich von 1992. Da geht heute mehr. Das ist ja nicht die Frage, aber darum geht es ja nicht. Aber das weiß man ja, wenn man sich für einen solchen Retro-Klassiker entscheidet, was man da bekommt. Die Umsetzung ist nach dem, was ich jetzt hier sehe, sauber. Man hätte es vielleicht noch auf den ganzen Bildschirm bringen können. Ja, auch möglich. Aber ich sehe da jetzt keinen Grund zum Bekommen.
frage mich, was dieses X heißt, da mit dem PP. Wenn wir noch ein P einsammeln, dann gibt's, weiß ich nicht, extra Punkte. Und was passiert? Ein Zug! Hallo, bleib mal hier. Ich glaube nicht, dass wir den kriegen konnten, oder? Wie war das nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, an die Game Boy Advance Aufnahmen, die ich gezeigt habe. Leider keine Superbombe mehr. Okay. Geht halt in die Bullet Hell, was soll's. Oh, das natürlich noch geht hier, alles klar. Nicht so schlimm. Ich glaube, unsere Satelliten können gar keinen Schatten einstecken, oder? Sehe ich das. Komm, geh in die Knie. Um das mal im Zug zu sagen, komm. Oh, das war nicht gut. Yay! Oh. Nein, keine Satelliten mehr jetzt, das ist doof. Oh, tschüss. Hey. Mach doch nicht so ein Theater, wenn du explodierst. Ja, ich würde mal sagen, Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Einmal gestorben. Und eine bessere Landung, als ich es jemals bei Wings of Fury hinbekommen habe. Sehr schön, kann ich jetzt irgendwie Bomben kaufen oder so? Das wäre natürlich ziemlich cool. Anscheinend nicht. Ja, so, Rayplay kann man auch speichern, kann man sich dann nochmal angucken. Ich würde sagen, Untergrundminen, genau. Ach, jetzt, ja, genau, es geht ja jetzt in den Untergrund, genau, genau. Nicht nur, dass wir die Stadt an sich befreien mussten, sondern müssen jetzt noch in die Mine rein. Auch ein ziemlich cooler Level, ich kann mich jetzt wieder dunkel dran erinnern. Kurz einen Schluck Kaffee trinken hier. Muss ja fit und wach sein, wenn es hier in diesen nächsten schwierigen Einsatz reingeht. Minds of Ral, okay, Steel Monster is rising. Oh, der Stahlmonster. Ne, komm, wir bleiben bei dem kleinen Flieger. Ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt besser zurechtkommt in diesen engen Schächten als so ein dicker, fetter Zeppelin. Ja, sieht nett aus. Instinktiv versuche ich natürlich hier die Laternen kaputt zu schießen. Das hat keinerlei Bewandtnis. Oder die fliegenden Toaster, meinetwegen. Wenn das eure Gegenwehr ist. Wow, 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 wow. Okay, verdrückt. Das wollte ich gar nicht. Naja, es ist natürlich schon einfacher, wenn man Satelliten, kleine Helfer dabei hat. Das ist ja wohl ganz klar. Boden und Decke sollte man, glaube ich, übrigens nicht berühren. Das ist so gut. Gegner vermutlich auch nicht. Man kann auch immer nur in eine Richtung schießen. Man kann nicht simultan in beide Richtungen schießen. Also immer schön gucken, dass man sich richtig zu den Gegnern platziert. Mhm. Ja. Könnte sein, dass ich das ausgelöst habe. Aber egal. Können auf die Bruchstücke da. Das Geröll. Autsch. Ja, jetzt gibt es ja ein Warning, wo ich nur noch einen Lebenspunkt habe. Das ist natürlich super. Geht noch. Können wir einen Health gebrauchen oder sowas? Ja. Oder einfach mit dem nächsten Flieger weitermachen. Ja gut, lassen wir es an der Stelle gut sein, liebe Zuschauer. Schießen auf das Geröll. Ja, das geht. Das ist Steel Empire. Wie gesagt, gibt es für 15 Euro auf Steam. Klassiker von 1992. In der GBA-Version sehr gut. Ja, da kommt der Hilf. Super. Das hilft. Die hilft. Und ja, die PC-Version geht vollkommen in Ordnung. Ob das 15 Euro wert ist, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich mag das Spiel auf jeden Fall. Von mir kriegt es einen Daumen nach oben und eine entsprechende Empfehlung für Shooter-Freunde. Zack. Ja, in diesem riesigen Knall verabschiede ich mich für heute von euch. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.